wo fängt denn bei euch überhaupt die Selbstverteidigung an? Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich Selbstverteidigung? Erstmal, dass ich irgendwie einen blöden Typen nicht zu nah an mich herankommen lasse. Ja. Dann, dass er mich auch verbal nicht fertig machen soll. Und ja, das ist der Anfang. Okay. Wenn ich dich frage, stell ich mal hier vorne. Was war nochmal die Frage? Ich freue mich, dass du auch hier bist. Die Frage war, was ist überhaupt Selbstverteidigung? Was bedeutet für dich Selbstverteidigung? Mich wehren kann, wenn ich abends zu meinem Auto um 10 Uhr, falls ich mal angegriffen werde, dass ich mal besser reagiere. Ja, wo fängt denn überhaupt die Selbstverteidigung an? Was meint ihr? Oder dass ich mich sicher fühle. Ja, schon in den Worten, finde ich. Also, dass man Nein sagen kann. Ja, alles, eigentlich alles richtig. Wo fängt für dich Selbstverteidigung an? Wurde ja schon für mich auch gesagt. Also, dass ich schneller reagieren kann, um mich aus dieser Situation zu befreien. Ja. Dass man sich also Selbstverteidigung fängt für euch an, wenn ich dich jetzt greife, dann fängt Selbstverteidigung an? An meine Hemmschwelle zu kommen, weil ich habe ja sicherlich auch Hemmung. Ja, ihr habt alle so ein bisschen recht. Aber eigentlich, Selbstverteidigung fängt im Kopf an. Hier oben. Okay. Ich kann euch die wildesten Techniken zeigen. Wenn ihr aber nicht hier oben wach seid und in Gefahren rennt, euch in Gefahrensituationen begebt, ohne vorher nachzudenken, werden diese Techniken euch wirklich wahrscheinlich nicht viel helfen, weil ihr die Situation nicht früh genug erkannt habt. Deswegen, Selbstverteidigung fängt im Kopf an. Ihr könnt immer entscheiden, welchen Weg ihr geht. Ob ihr nach links geht, nach rechts, geradeaus oder rückwärts. Das entscheidet ihr. Hm? Wenn wir jetzt mal dieses Szenario in Köln nehmen, ja, was ja wirklich sehr unangenehm war. Hm. Meinetwegen, du bist jetzt in Köln, okay? Du fährst mit deiner Freundin nach Köln mit dem Zug, ja, weil ihr auch trinken wollt, ihr wollt feiern. Und ihr geht in die Stadt, ihr feiert, alles ist schön. Und dann möchtest du zurück zum Bahnhof und siehst plötzlich diese Menschenmassen dort. Okay, du musst aber deinen Zug nehmen. Welche Entscheidung triffst du? Ja, entweder halt, ja, wenn ich nicht drumherum laufen kann. Also ich würde vielleicht über keinen Weg das versuchen. Ja. Und wenn ich das nicht schaffe, ja vielleicht würde ich dann vielleicht sogar ein bisschen später gehen oder so. Ja. Also ich würde der Situation versuchen auszuweichen. Okay, und das ist schon, wenn sie diese Entscheidung trifft. Und raus und durch. Wenn sie diese Entscheidung trifft, dann ist das schon Selbstverteidigung. Das Problem ist ja, dass das, was gerade hier so vereinzelt passiert in Deutschland, darauf sind viele nicht vorbereitet. Wenn wir untereinander feiern gehen, egal ob männlich, weiblich, wenn wir beide da durchgehen, dann machen die Leute Platz. Das ist es. Ja? Aber im Moment sind ja viele Menschen hier, die kennen sowas nicht. Okay? Und Frauen sind dort nicht gerade gut angesehen. Wenn ich jetzt als Frau also sehe, ich komme zu so einem Platz, wo sehr, sehr viele Leute stehen und meistens nur Männer, dann kann ich jetzt sagen, ja, ich muss jetzt zum Zug, aber mir wird schon nichts passieren. Die machen schon Platz. Das kann dann aber auch in die Hose gehen. Und früher wäre das nicht passiert. Also mit dem Gedanken, die man jetzt hat, nach der Silvester macht, ist das schon so? Vorher hätte sich da, glaube ich, nicht so viele Leute Gedanken darüber gemacht. Genau, deswegen sind ja diese Leute auch zum Teil in dieser Situation gewesen. Diese Frauen, die in diesen Situationen waren, trifft keine Schuld. Ja, sie haben einfach die Situation nicht richtig eingeschätzt. Und das wurde ihnen zum Verhängnis, weil sie dachten, ach ja, da passiert schon nichts, ich komme da durch. Wenn wir uns mal die Krankheit AIDS betrachten, kennt jeder,
Warum steigen immer noch, obwohl diese Krankheit jeder kennt und sie wirklich sehr schlimm ist, warum steigen immer noch die Ansteckungszahlen? Was meinen Sie, warum ist das so? Weil alle sagen, nein, mir passiert das nicht. Ich habe das nicht. Und genauso ist das mit der Selbstverteidigung. In Essen habe ich ein sehr schönes Kampfsportstudio. Das liegt direkt am Wald. Und manchmal kommen die Mädels dann, weil noch kein Training ist, stellen ihre Tasche auch mehr ins Studio und sagen, ich gehe noch eine Runde laufen im Wald. Ich sage, bist du sicher? Ja, mir passiert schon nichts. Ja, und wenn wir uns von diesen Gedanken so ein bisschen lösen, mir passiert schon nichts, dann würden wir ganz anders durch die Weltgeschichte gehen. Wir sollen uns von diesen Ereignissen, die passieren, nicht einschränken lassen. Wir sollen nicht paranoid werden. Aber wir müssen einfach unser Verhalten so ein bisschen anpassen. Damit meine ich nicht diesen dummen Spruch, eine Armlänge. Ja, das ist vollkommener Schwachsinn. Nein, aber wir müssen nachdenken. Will ich da jetzt durch? Kann ich vielleicht, wie du sagtest, einen Zug später nehmen? Dann gehe ich zurück. Oder ich rufe mir ein Taxi und fahre vielleicht zur nächsten Bahnhaltestelle. Ihr habt die Entscheidung, was ihr macht. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir die falschen Entscheidungen treffen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, dafür gibt es ja uns. Wir spielen mal was anderes durch. Alles hat erstmal das Thema Selbstverteidigung, weil ich möchte, dass ihr anfangt, eure Umwelt anders wahrzunehmen. Wie alt bist du? 14. Okay. Kommst du einmal zu mir? Ich tue dir nichts. Alles gut. Komm mit mir vorne, dann sehe ich dich noch besser. Okay. Na, dreh dich zu mir. So, stell dir vor, du fährst mit Bus und Bahn, manchmal? Mhm. Bus? Okay, gut. Du sitzt jetzt im Bus und ein Mann oder ein Junge setzt sich plötzlich neben dich. Er fängt an, dich anzureden, er fängt an, dich anzufassen. Ey, Schätzchen, komm, wir machen gleich was. Ja, das Ganze ist super unangenehm für dich. Was machst du? Du willst weggehen? Woanders hinsetzen. Das hast du gut gemacht. Richtig. Sie steht auf und setzt sich woanders hin. Alles richtig gemacht. Jetzt kommt irgendwann deine Bushaltestelle. Du musst aussteigen. Du weißt, du wohnst ja da, du möchtest raus. Okay. Sie steht auf. Und du siehst, dass der Mann oder der Junge auch aufsteht. Was machst du? Schnell wegrennen. Wohin? Du steigst aus und rennst schnell weg. Okay, aber der Typ geht jeden Morgen joggen. Oh. Okay, ganz kurz. Das, was ich gerade zu dir sage, das ist leider vor 2 Wochen einem Mädchen in Mönchengladbach passiert. Und sie hat leider die falsche Entscheidung getroffen und ist ausgestiegen. Das Mädchen wurde schwer missbraucht. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das, was dir passiert, wenn dich jemand schon anspricht in einem Bus oder in einem Zug, egal wo ihr seid, das ist ja nicht alltäglich. Du hast dich weggesetzt, alles gut. Und jetzt willst du aber aussteigen und du merkst, dieser Mann möchte auch aussteigen. Wie hoch, meinst du, ist die Chance, dass dieser Mann genau da wohnt oder aussteigen muss, wo du aussteigen musst? Eigentlich nicht hoch. Ergo muss ich sofort hier oben, muss ein Blaulicht angehen. Ey, der will jetzt hier mit mir aussteigen? Ja, bitte. Aber was, wenn ich aussteigen will und ich bleib dann drin sitzen, wenn man auch drin sitzen kann, er hat sich jede Haltestelle abwarten, bis der Mann nicht aussteigt. Ja, was willst du tun? Erzähl mir das einfach. Aussteigen und ich werde anrufen, zum Beispiel mein Vater oder so, und den Telefon behalten, und wenn der mir dann hinterherkommt. Also du würdest auch aussteigen? Ja. Ja, genau. Und dann hat dein Alarmsystem eigentlich versagt. Bitte nicht aussteigen. Das Mädchen ist ausgestiegen, das müsste dir eigentlich schon dieses Ding sagen. Bitte nicht aussteigen. Ja, ich hätte versucht, so viele Leute wie möglich vielleicht irgendwie zu informieren. Kommen wir gleich zu. Eisen. Was können wir tun? Dieses Ding passiert jetzt gerade. Aussteigen, ja? Und das ist genauso das, wir hoffen wieder, wir spielen das für uns selber runter. Alle Signale waren da. Und wir stehen plötzlich und wollen raus. Und wir merken, der Typ steht hinter uns. Und wir fangen an, uns selbst zu sagen, nein, da wird schon nichts passieren, nein, jetzt.
der muss auch raus. Nein, das ist wie ein Lottospiel. Mach das nicht. Die Signale waren da. Und diese dann noch zu ignorieren und mit diesem Mann auszusteigen, wäre ein fataler Fehler. Bleibt sitzen. Was könnt ihr machen? Ihr könnt zum Fahrer gehen. Du kannst zum Fahrer gehen und sagen, hören Sie mal, ich werde hier belästigt. Ich möchte aussteigen. Dieser Mann möchte hier mit mir aussteigen. Ich will das nicht. Bitte holen Sie Hilfe. Oder veranlassen Sie, dass der Mann den Bus verlässt, weiterfahren, die nächste Haltestelle benutzen. Wie viele von euch haben ein Handy? Wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich auch noch ein schickes Smartphone, ne? Ihr auch schon? Um Gottes Willen. Okay. Okay. Wenn der Fahrer das ignoriert, weil er meint, oh, die spinnt, ihr habt ein Telefon. Ihr könnt eure Eltern anrufen, ihr könnt Freunde anrufen, ihr könnt die Polizei anrufen. Nur bleibt im Bus und steigt nicht aus. Ja. Also ich finde das schwer, jemand Bescheid zu sagen, bevor was passiert ist. Weil, also nicht von mir aus, sondern von denen aus. Also ich habe zum Beispiel mal die Polizei gerufen, als in der U-Bahn so Jugendliche so einen Automaten so einrampen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, ist denn schon was passiert? Also die haben so getan, als ob ich die Kriminelle wäre. Ja, ich weiß, ich weiß. Ganz ehrlich, das kann passieren und das ist auch wirklich sehr traurig. Aber Fakt ist, es geht um deine persönliche Sicherheit. Nicht aussteigen. Ich habe auch schon oft erlebt, oder ich habe das mitgekriegt, dass der Busfahrer auch nichts gemacht hat. Also selbst wenn man nicht Bescheid gesagt hat, von daher. Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Einbeziehen und nicht mehr im Busfahrer. Richtig. Ja. Es kann sein, dass vielleicht der Fahrer das ignoriert. Aber wie gesagt, auch dann nicht aussteigen. Ihr habt ein Telefon, benutzt dieses Ding. Dafür ist es da. Ne? Eigentlich kann man damit auch sehr schön Hilfe rufen oder Hilfe besorgen. Aber jetzt geht es weiter. Stell ich wieder zurück. So, was macht ihr? Ihr sitzt jetzt vielleicht im Bus oder du und ihr braucht Hilfe. Wie macht ihr das? Telefon habt ihr jetzt nicht bei. Psst. Ihr braucht Hilfe. Wie denn? Okay. Ja. Es gibt immer noch Menschen, also es gibt mittlerweile viele, ne? Kickbox Willi von nebenan macht plötzlich Selbstverteidigungskurse mit Frauen und so weiter und so weiter. Die Polizei geht in Schulen, in Kindergärten und gibt Verhaltenstipps für Kinder. Manche von diesen Tipps sind auch wirklich gut. Aber wenn, ich habe selber zwei Töchter, wenn meine Tochter dann nach Hause kommt und sagt zu mir, Papa, wenn mir was passiert und ich brauche Hilfe, dann hat der Polizist gesagt, dann soll ich Feuer rufen. Schon mal gehört? Ja, du hast das schon mal gehört? Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja. Wer? Vater und... Okay. Jetzt müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. Jeder von euch ist busy. Jeder von uns hat eine Familie, hat Dinge zu tun, was auch immer. Jetzt rennen wir durch die Stadt, völlig im Stress. Und dann schreit ein Kind plötzlich, Feuer, Feuer. Und ihr dreht euch um, guckt zu dem Kind, es brennt nicht und ihr denkt euch, blödes Blach. Und lauft weiter. Das passiert bei diesem super Tipp. Das ist überhaupt kein Weg, das ist absolut dumm. Wenn ich Hilfe brauche, und da hast du recht gehabt, dann spreche ich die Menschen in meiner Umgebung an. Auch wenn ihr Hilfe, Hilfe laut schreit, werdet ihr keine Hilfe bekommen. Weil den meisten Menschen in eurer Umgebung ist es unangenehm zu helfen. Die tun so, als wenn sie das gar nicht sehen. Ach, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Ihr müsst die Menschen ansprechen. Ihr müsst sagen, hören Sie, Sie mit dem grauen Shirt oder mit dem rosa Schal, helfen Sie mir. In dem Moment nehme ich Kontakt mit dieser Person auf. Jetzt mache ich diese Person betroffen. Und noch das Beste, wenn diese Person mir jetzt nicht hilft, ist das nämlich auch unterlassene Hilfeleistung. Ich erwarte nicht, dass diese Person John Rambo spielt und plötzlich hier in die Menge springt und was weiß ich macht. Nein, Hilfe kann verschieden aussehen. Es reicht schon, wenn man sich plötzlich zusammenrottet, dass diese Person, wo ich sie gerade um Hilfe bitte, jetzt sagt,
sehen Sie, kommen Sie, wir helfen, ja? Oder, dass sie einfach die Polizei ruft. Auch das kann Hilfe sein. Aber man muss die Menschen ansprechen, das ist richtig. Das habt ihr ganz, ganz richtig erkannt. Bitte nicht Hilfe schreien, bitte nicht Feuer schreien, ja? Nur wenn es brennt, Feuer schreien, okay? ja, all diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir aber noch zu was anderem. Komm du mal zu mir. Aufgewacht? Ja. Okay, stell dich hin. Okay, so jetzt stell dir vor, du bist draußen unterwegs und ich quatsch dich jetzt plötzlich an. Ja? Ja. Und du willst das ja nicht. Mach mir bitte begreiflich, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Ich würde sagen, sprich mich nicht an, ich habe da keine Lust drauf und ja. Hier, mach das doch mal. Na, Schätze, Kind, alles gut bei dir? Nee. Was denn? Ja, ich habe da keine Lust drauf. Also, warum hast du keine Lust drauf? Nee, du brauchst mich ja nicht anquatschen. Warum brauche ich dich nicht anquatschen? Nee, weil ich das nicht möchte. Ja, warum möchtest du das denn nicht? Mein Gott, bist du eine ganz Nette. Was ist denn los hier? Ja, aber ich möchte auch nicht angefangen werden, bitte. Ja, aber was denn? Was ist denn mit dir? Warum bist du denn so schlecht gelaunt heute? Nee, ich bin gut drauf, aber ich habe keine Lust, irgendwie von fremden Menschen mich anlabern zu lassen. Ah. Jetzt hat sie eigentlich was Richtiges gesagt, davor hat sie aber viele, viele Fehler gemacht. Wenn ihr jetzt so diese Kommunikation gerade mitbekommen habt, wie würde das eigentlich aussehen? Was könnte man denken? Sie quatscht zu viel. Nein. Man geht nicht aus Gespräch, als wenn ihr miteinander was zu tun habt. Richtig, weil du mich geduzt hast. Okay. So, und ich sagte schon einmal, die Leute da draußen, die das sehen, die wollen euch eigentlich nicht helfen. Und schon alleine diese Fehler, die man machen kann, verbal, ja, sie duzt mich jetzt die ganze Zeit. Bitte sprich nicht mit mir, bitte lass mich in Ruhe. Jemand, der das zufällig sieht, könnte meinen, ach die beiden, die haben sich nächste Woche wieder lieb, alles klar. Dass wir einen Beziehungsstreit haben, einen Ehestreit, was auch immer, da will sich niemand einmischen. Ihr müsst also ganz klarstellen, ich kenne diese Person nicht und deswegen auch ganz klar sagen, Sie, lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg, nicht duzen. Diese Kleinigkeit entscheidet, ob vielleicht jemand hilft oder nicht. Und auch das ist schon Selbstverteidigung. Ja? Wir haben zwei Sprachen zur Verfügung, die uns helfen. Nämlich einmal die Sprache, die hier oben rauskommt, Mund. Ja? Das muss passen. Und dann haben wir noch eine Sprache, nämlich die Sprache unseres Körpers. Unsere Körpersprache. Wenn du jetzt so stehst, ja, und ich würde dich angreifen wollen, kannst du das nicht mehr verhindern. Ja, wenn ich jetzt hier so vor dir stehe, meine Hände sind unten und deine Hände sind unten, dann würde meine Hand von diesem Punkt bis zu diesem Punkt 300 Millisekunden brauchen. Du kannst dich nicht mehr schützen. Okay? Du bist Links- oder Rechtshänderin? Rechts. Dann bitte deine Hände nach vorne und dein linkes Bein nach vorne. Okay. Das. Genau, Hände nach vorne. Okay. Das sind eure Stoppschilder. Hier steht Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Okay? Stell dich einmal zu den Leuten hier. Nein, komm zu mir. Bleib stehen. Dreh dich nur zu den Leuten. Okay, linkes Bein nach vorne. Deine Hände sind hier. Ja, wenn du so stehst, siehst du aus wie so ein Opfer. Da sagst du mal Stopp. Ja? Eure gesamte Körpersprache muss aussagen, halt, Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Und der Mund, die Sprache, die daraus kommt, die muss das auch meinen, die muss das unterstreichen. Ein I-Punkt da drauf setzen. Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ihr müsst stabil aussehen. Ja? In dem Moment müsst ihr das, was ihr sagt, auch meinen. Ganz, ganz wichtig. Das ist deine Position. Okay. Komm zu mir. Position ein. Okay. So, und jetzt sag mir mal ganz laut, was? Was? Nein, nicht was. Okay. Ja, ich möchte das nicht. Bleiben Sie da. Lassen Sie mich in Ruhe. Laut. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe das Gefühl, du willst irgendwie ein Eis mit mir essen. Nein. Doch, schau mal.
Jeder kommt sich jetzt gleich komisch vor, aber das, ihr seid hier, da, das zu lernen. Ja, ich möchte deinen Gesichtsausdruck, der muss ernst sein. Du musst mir in die Augen schauen und du musst mir sagen, lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss das Gefühl haben, ach du Scheiße, die hat ja voll an der Bremse. Die, da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Wenn ich meine, du sagst zu mir, lass mich in Ruhe, aber du meinst das nicht so, werde ich nicht stoppen. Versuch das mal zu ändern. Lassen Sie mich in Ruhe. Lauter, warte einmal ganz kurz. Arme bleiben oben. Bitte nicht den Arm ausstrecken, weil dann kannst du den nicht mehr benutzen, um zu schlagen. Die beide sollen angemeldet sein. Und jetzt erklär mir ganz laut, ganz laut. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Schon besser, schon besser, schon besser. Geh mal zurück. Möchtest du mal zu mir kommen? Komm, 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 komm. Okay. Du bist Links- oder Rechtshänderin? Okay. Rechts, okay. Dann das linke Bein nach vorne. Und auch du hast zwei Stoppschilder, Arme nach vorne. Genau. Das ist ganz wichtig, ne? Das ist dein Stoppschild. Zwei Stück hast du davon. Okay, und jetzt sag mir mal ganz laut, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Laut! Du kannst auch schreien. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein. Das ist das, wenn du mit irgendjemandem sprichst, den du kennst. Aber mich kennst du nicht. Du willst A, dass ich dich in Ruhe lasse und B, musst du so laut sein, dass dich vielleicht auch andere Menschen hören. Und ich sag mal so laut du kannst, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, schon besser, schon besser. Geh zurück. Dankeschön. Kannst du das besser? Komm zu mir, alles gut. Ich weiß nicht. So, Hände nach vorne. Du hast auch zwei Stoppschilder. So, ja. So, und jetzt sag du mir mal ganz laut, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. So, dass die Scheiben rausfallen. Lauter. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, noch lauter. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, okay, gut, gut, gut. Da arbeiten wir dran. Ja, eigentlich. Nicht, dass du gleich einschläfst hier. So, Position. Zeig mir deine Stoppschilder. Warte. Das sind deine. Ja, immer da, wo das Bein vorne ist, da ist die Hand auch weiter vorne, ja? Okay. Und jetzt möchte ich von dir, du sollst mich jetzt stoppen. Was sagst du mir? Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, aber lauter. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber du sagst, lassen Sie mich in Ruhe, aber dein Körper kommt zu mir. Also möchtest du doch mit mir kuscheln? Ich will nicht aufschlagen. Ja, also lass nicht machen. Bleib da, wo du bist, stell dich stabil hin. Ganz kurz, du stehst im Moment so wie auf so einem Drahtseil. Gib mir, nein, bleib einfach stehen, ich korrigiere dich. Gib mir das Bein bitte hier hin. Okay, jetzt stehst du stabil. Jetzt stehst du stabil. Drück deine Beine nicht so durch, sondern, genau, steh relaxed. Nicht tanzen. Relax. Ist nur so, ist kein Zumba-Mumba heute hier, okay? Zumba-Mumba. So, jetzt sagst du mir ganz laut, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Ganz genau, das ist schon besser, das ist schon besser. Dankeschön, Dankeschön. Hey, nicht sitzen. Nein, du bist jetzt in meiner Welt, da bin ich nicht gesessen. Nein. Komm mal zu mir sofort. Komm. Sitzen. Ja, geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. So, Position, komm. Stoppschilder nach vorne. Du bist links, rechts? Rechts. Okay, links nach vorne. Beide Hände nach vorne, genau. Das sind deine Stoppschilder. Okay. Und jetzt gib mir zu verstehen, ich will das nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Aber kannst du das noch lauter? Und du kannst ruhig richtig hysterisch schreien, wie du willst. Ganz egal, mach das. Hysterisch? Das möchten Sie, glaube ich, nicht. Du kannst nicht gut sagen, weil... Ach so, ja. Also jetzt als Trainer kannst du... Genau, ja. Wenn ich ein böser Mensch bin, dann nicht. Okay. Jetzt mache ich nicht durcheinander, ne? Okay, Position. Ja. Ernst? Und jetzt erklär mir laut, laut, aggressiv. Komm schon. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Ja, als Gewalttäter, ne, hätte ich gerne draußen ein Opfer. Ich suche mir nicht Mike Tyson, ja? Weil der haut mir auf den Kopf. Okay. Also, wenn euch jemand als Opfer auserkoren hat, müsst ihr ihm ganz schnell klarstellen, ich bin die Falsche, ich bin kein Opfer.
Ja, mit mir nicht. Und da müssen wir als erstes dran arbeiten. Was meint ihr, warum wählt ein Täter vielleicht gerade dich aus? Warum macht er das? Woran macht der Täter das Feste, der Gewalttäter? Egal, ob es um sexuelle Dinge geht oder vielleicht er will dich nur ausrauben, er will dich schlagen, was auch immer. Woran macht er das aus? Ja, vielleicht, weil ich kleiner bin als er. Nee. Unsicherheit vermittelt. Ja, wir machen mal was, wir machen mal was. Stellt euch auch mal hier rüber bitte, ihr, darüber. Darüber, weil ich den Platz brauche. So. Kommen Sie auf. Eins, zwei, drei, vier. Kommt zu mir. Wir machen mal Folgendes. Das ist jetzt wie Germany's Next Topmodel. Wir fangen da an. Bleibt da stehen. Genau. So, eure Aufgabe ist es jetzt. Ich gebe euch Zahlen. Und ihr seid die Jury. Eins, zwei, drei, vier. Ja? Eure Aufgabe ist es jetzt einfach nur, einmal bis zur Wand zu gehen und wieder zurückzukommen. Ganz langsam, als wenn ihr draußen spazieren geht. Und ihr schaut euch das an. Und los. Jetzt um eine Zahl bitten würde. Stellt euch jetzt vor, ihr müsstet jetzt aus dieser Gruppe, und ich würde nicht nach der Größe gehen, das hat jetzt nichts damit zu tun, ihr müsstet aus dieser Gruppe eine Zahl auswählen, so quasi das schwächste Glied herausfinden. Und wiederum, es geht nicht um Größe oder Alter. Welche Zahl würdet ihr mir geben? Vom Verhalten her. Ich würde trotzdem die Nummer 4 nehmen. Weil die Schulter nach vorne gegen den Blick hin, nach unten. Ja, okay. Dankeschön. Stellt euch bitte wieder auf. Danke. Alles gut. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So, es geht hier nicht um Hüftschwung, ja? Okay. Let's go. Zahl geben könnt. Was? Welche Zahl würdet ihr mir geben? Schwächer oder stärker? Hallo, wir suchen Opfer. Schwächer. Also was? Drei. Aber war schwerer als. Nicht so ersichtlich. Okay, die drei. Und das habe ich auch so gesehen. Ja? Und jetzt erkläre ich euch warum. Bitte aufstellen. Es gab einen Wissenschaftler. Er hat 10 Menschen genommen, Frauen und Männer. Da waren normale Menschen drunter, denen noch nie etwas passiert ist. Und es waren Frauen drunter, denen schon sehr, sehr schlimme Dinge passiert sind. Es waren Männer drunter, denen schon sehr, sehr schlimme Dinge passiert sind. Und normale Menschen, denen noch nie was passiert ist. Er hat diese Menschen digitalisiert. Man hat nachher am Computer keine Menschen mehr gesehen, keine Geschlechtsmerkmale, sondern nur Strichmännchen. Ja? Und diese Strichmännchen sind von A nach B gelaufen. Mehr hat man gar nicht gesehen. Und damit ist er in Hochsicherheitsgefängnisse gefahren, hat Mörder, Vergewaltiger, Gewalttäter gefragt, welche von diesen Personen würdest du angreifen? Und sie haben zu 90% die richtigen Personen rausgepickt, denen schon mal was passiert ist. Nämlich nur anhand der Körperbewegung. Und das sagt uns, dass alleine schon unser Gang darüber entscheiden kann, ob wir Opfer eines Angriffs werden oder nicht. Ja, ich kann sehr unsicher durch die Weltgeschichte laufen oder ich laufe erhabenen Kopfes, Brust raus, ja, durch die Gegend. Und das entscheidet schon manchmal, ob wir uns
attraktiv machen für einen Angreifer oder unattraktiv? Unattraktiv für einen Angreifer würde bedeuten, er sieht eine selbstsichere, starke Person, wo er denken könnte, oh oh, mit dieser Person bekomme ich Probleme. Er würde eher die schwächere Person wählen, ja, die unsicher ist. Und darum geht es eigentlich, dass ihr diese Signale nicht ausstreut. Weil die ganzen Techniken, die wir gleich lernen, das ist ja schon dann der letzte Schritt, wenn jemand plötzlich euch greift oder irgendwas macht. Eigentlich wollen wir ja, dass ihr gar nicht erst in diese Situation kommt. Und das kann man am besten, indem man hier oben arbeitet. Das ist euer bestes Tool. Euer Kopf. Ihr entscheidet, welche Wege ihr geht. Ja? Antwort sehr schnell einfallen. Obwohl ich glaube nicht. So. Wo ist denn nun das Ganze? Wo ist der Notausgang? Wo ist der Notausgang? Da raus, zum Fenster, weil da ist ein Balkon, das weiß ich. Die trainiert auch hier? Ja? Ja. Nein, nein. Du auch hier? Ja. Wo ist der Notausgang? Keine Ahnung. Küche. Küche. Wo ist der Notausgang? Ich bin erst das zweite Mal hier. Ich weiß nicht. Oh, wo ist der Notausgang? Keine Ahnung. Küche. Ich hab's gerade. Schaut mal. Küche. Zu wissen, wo der Notausgang ist, ist heutzutage lebenswichtig. Kurz nach den Anschlägen in Paris wurde ich dort eingeladen, um spezielle Seminare zu geben. Ich habe den Leuten gezeigt, wie sie sich bei Terrorangriffen verhalten können. Ja. Wir müssen uns davon lösen, dass wir in einem sicheren Europa leben. Jeder von euch geht gerne feiern, ins Kino, in der Bar, in der Diskothek, im Sommer ins Café, auch ich. Wir müssen uns aber davon lösen, dass wir uns dort einfach hinbegeben, ohne Informationen. Das heißt, ich weiß, und ich bin heute das erste Mal hier, dass der Notausgang da vorne ist, hinter dieser Holzwand. Nein. Egal welchen Raum ich betrete, ich schaue mir diesen Raum an. Ich schaue, wo kann ich schnellstmöglich flüchten. Wenn diese Tür jetzt aufspringt und da rennt einer rein und schreit irgendwas und fängt an zu schießen. Und ihr müsst dann erst schauen, wo könnt ihr euch verstecken, wo könnt ihr flüchten, dann ist es zu spät. Das könnt ihr euch heute nicht mehr leisten. Jederzeit kann etwas passieren und es wird auch passieren. Es wird auch hier in Deutschland passieren und es wird nicht schön werden. Das Ziel eines Amokschützen, eines Terroristen ist es, in kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu töten. Fakt. Er interessiert sich nicht für euch. Und deswegen, wenn ihr irgendwo hingeht, ihr geht ins Kino, in ein Café, in eine Bar, in diesen Raum, ihr solltet wissen, da ist der Notausgang. Wo kann ich mich hier verstecken? Was kann ich benutzen, um mich zu schützen? Das sind lebensrettende Informationen. Bevor ich ins Kino gehe, ich setze mich hin, ich schaue, wo ist der Notausgang? Ich gehe in ein Konzert. Ich schaue, wo ist der Notausgang? Wo könnte ich flüchten? Wo könnte ich mich verstecken? Habe ich hier irgendwas, um mich überhaupt zu schützen oder zu verteidigen? All diese Informationen sind lebenswichtig. Und dann erst genieße ich meinen Abend. Ich hoffe, dass diese Situationen für niemanden von euch eintreten werden. Aber sollten sie eintreten und ihr habt vorher diese Situation im Kopf durchgespielt, was wäre wenn? Was wäre wenn da jemand reinrennt? Was kann ich machen? Was für Möglichkeiten habe ich? Dann wird eure Entscheidung viel schneller fallen, weil ihr euch vorher schon damit beschäftigt habt. Ja? Ihr seid es im Kopf schon einmal durchgegangen. Und das alles ist auch Selbstverteidigung. Wir können nicht mehr so blind sein und sagen, wir sind sicher hier in unserem Land.
Das sind wir leider nicht mehr. Okay? Jeden Morgen steht irgendein Idiot auf und meint, irgendwas läuft falsch und er muss was dagegen machen. Und deswegen müsst ihr euch nicht einschränken oder paranoid werden, aber ihr müsst euer Verhalten, euer Denken einfach anpassen. Das ist alles.